Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Rodi backt und kocht. Ja Leute, bevor wir uns bald in die Weihnachtsbäckerei stürzen und ich verspreche euch, es wird grandios werden, was wir da alles zaubern, machen wir es jetzt mal so. Wir kochen heute nochmal was und zwar ein herrliches Pasta-Rezept, ein Nudelrezept, das maßgeblich von seinen guten Zutaten lebt. Leute, an den Zutaten sollte man genau in diesem Fall eben nicht sparen. Ich verspreche euch, in Windeseile habt ihr hier ein wirklich hammer Nudelgericht gemacht. Probiert es einfach mal aus. Und in diesem Sinne, worauf warten? Los geht's! Für unseren Pasta-Traum brauchen wir erstmal einen richtig guten Schinken und da empfehle ich euch, nehmt zum Beispiel einen italienischen Pancetta. Leute, den gibt es ganz normal Natur oder wie ich ihn hier habe, der ist schon mit Pfeffer eingelegt oder gewürzt, gegart, was weiß ich, geräuchert. Der hat wirklich ein ganz, ganz herausragendes Aroma und tatsächlich, es ist wirklich wichtig, Leute. Nicht das billigste Zeug vom Supermarkt ist auch das Beste und gerade hier bei so einem Nudelgericht mit Baconwürfelchen oder Schinkenwürfelchen drin, da tut man mit einem Pancetta sich wirklich einen großen Gefallen. Wir schneiden da also mal ein paar Scheibchen runter und schneiden ihn in relativ große Würfelchen, damit man nachher auch noch die Textur im Mund spürt, wenn man da drauf beißt. Also nicht so allzu klein schnibbeln, sondern richtig schöne große Würfelchen. Dann ab in die Pfanne damit und den Speck, den lassen wir jetzt mal ein bisschen aus. Das heißt, einfach rüber auf den Herd, so ein bisschen schön verteilen. Hier in der Pfanne, ihr seht schon, wir geben Gas am Herd, drehen den mal richtig schön hoch. Und ach so, ja, wir wollen ja Nudeln machen, Pasta-Traum war ja das Motto. Also bietet sich natürlich auch an, etwas Wasser aufzusetzen. Und da haut auch mal einen guten Schuss Salz rein. Und ja, ihr seht schon, den Bacon kann man da so ein bisschen wenden mal. Und dieser Pancetta, der wird eben extrem knusprig, wenn man den anbrät. Und ihr seht schon auch, da kommt auch Öl raus. Ich habe gar kein Öl mehr in die Pfanne rein. Genauso muss das sein. So, jetzt braucht er 2 bis 3 Eier. Die Eier, die ich diesmal hatte, waren ein bisschen kleiner als normal. Deswegen nehme ich insgesamt 3. Ich nehme hier 2-mal Eigelb und 1-mal ein ganzes Ei. Ihr könnt auch einfach nur 3 Eigelb nehmen oder 2 Eigelb nehmen. Je nachdem, wie viel ihr von dem Ei eben haben wollt. Nachdem die Eier klein waren, habe ich jetzt mich hier für 2 Eigelb und ein ganzes Ei entschieden. So, ab ins Glas damit. Und das vermixen wir jetzt einfach ganz kurz mal so ein bisschen. Einfach mit einem kleinen Löffelchen durchrühren. So, und jetzt habe ich hier einen Parmesan-Käse. Also Parmesan ist auch wirklich gut für Pasta, so generell. Es gibt verschiedene Käsearten, Parmesan. Man sagt, es ist nicht der allerbeste, aber schon ein sehr, sehr guter. Ich habe jetzt hier halt so einen großen Block Parmesan da. Den reibe ich einfach mal schön. Und ach ja, zwischenzeitlich kocht sogar schon mal Nudelwasser. Und da haue ich mal die Nudeln rein. Das sind ja so Tortelloni, die schon gefüllt sind. Die haben eine leichte Schinkenfüllung innen drin. Auch hier nicht unbedingt das allerbilligste aus dem Supermarkt nehmen. Und dann kommen wir zurück zum Ei, nehmen unseren geriebenen Parmesan und geben den einfach mal zum Ei mit rein, rühren es ein bisschen durch, mal schauen, wie dickflüssig das Ganze wird. Man kann dann, wenn es einem, das soll schon eine etwas zähe Masse ergeben. Und ja, ihr seht es hier, genau. Und man kann da auch noch mal ein bisschen Käse sogar nachgeben, je nachdem, wie würzig ihr das natürlich auch haben wollt. Parmesan sehr würzig. So, ist der Bacon ausgelassen, dann und die Nudeln gegart, die hier kochen ja nur 1 bis 2 Minuten. Nehmen wir ein bisschen was von dem Nudelwasser und geben das mal rüber zu dem Bacon. Warum Nudelwasser? Erstens, weil das Wasser salzig ist, weil wir es vorhin gesalzen haben. Und zum Zweiten, weil da auch noch Stärke drin ist von den Nudeln. Und das wollen wir, das bindet nämlich nachher so ein bisschen mehr auch unser Süßchen. Ja, haben wir das dann da drin, geben wir einfach noch diese Ei-Käse-Mischung oben drüber. Ja, alles schön rauskratzen, Leute. Parmesan sehr teuer. Lasst da nichts verkommen. Also raus mit dem Zeug und schön drüber. Die Flamme muss man ein bisschen runterdrehen, also die Hitze ein bisschen reduzieren. Wir rühren das jetzt ein bisschen durch und dieses Eigelb, das stockt jetzt so direkt an die Nudeln hin. Das gelingt besser noch, wenn man auf das Eiweiß verzichtet. Ich habe das jetzt aber halt mal mitgenommen. Ansonsten gerinnt das Eigelb direkt an die Nudeln dran. Wer möchte, das ist optional, kann hier nochmal einen ganz kleinen Schuss, wenn ihr ein gutes Olivenöl habt, einen ganz kleinen Schuss von dem Olivenöl drüber tun, dann einfach nochmal ein bisschen durchschwenken.
Leute, ich sag euch, das war's. Parmesan haben wir noch übrig. Streuen wir es einfach noch drüber. Wie schon gesagt, wir schmeißen nichts weg. Leute, ich sag's euch, geschmacklich ein absoluter Traum. Probiert's mal aus. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Roli.